Hallo, Harley hier und willkommen zurück zu KSP Karrieremodus. Ich glaube, die 29 sehen wir jetzt. Müssten, ne? So, und zwar arbeiten wir jetzt immer noch an dem Moon Orbit, der auch hoffentlich irgendwann hier mal fertig sein wird. Das ist ja. Ja. Es ist halt so. Dann können wir heute in der Folge mal die ersten Landungen vielleicht machen mit unserem Lander. In Hoffnung, dass das funktioniert, aber ich möchte die erstmal hier dran haben. Warte mal, das sind 350. Das war ganz schön viel, aber man kann es ja erstmal irgendwie zusammenpacken. Der schrumpft ja auch mit. Kriegen wir hin, ne? Ja, so. Weiter bremsen. Was haben wir jetzt hier? 340. Na, 310, 400, schlag mich tot. So. Ich bleibe jetzt erstmal bei diesem komischen Umlauf. Das ist ja auch in Ordnung. Dass das hier schwankt, verstehe ich nicht. Das sieht aber bestimmt wieder, Moment, an unserer schönen Tanzkugel hier. Ist ja, okay. So, wir sind jetzt angekommen, können wieder quicksaven. Und jetzt geht der große Müll los. Und zwar, erst einmal, alt war's, ne? Genau, so, in und in. Machen wir das Ding hier erstmal voll. Dann ist das hier auch fast leer, ist aber egal. So. Okay, das haben wir. So, jetzt geht's los. So, Tank 1 ist noch voll an Tank 1. Einmal bitte voll machen. Na, 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 na. Was erzähle ich euch denn jetzt die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin total schlecht vorbereitet auf eine Monopropanol-Umfüllfolge. Weil das irgendwie sowieso ein bisschen unspannend ist. Aber da müsst ihr durch. Bei einer weiteren Monopropanol-Umfüllfolge würde ich davon dann auch absehen, das euch zu zeigen. Aber in dieser müsst ihr da durch. So wie alle anderen auch. Hier oben wäre auch nochmal ein Monoprop-Tank, ne? Könnte man auch nochmal umfüllen. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben hier unten jetzt die ersten drei leer. So, und sind hier auf der anderen Seite erst beim zweiten. Das ist ja ein Traum. So, hier, und da ist den zweiten. Wo ist er? Da, ja, rein. Ja, das sieht doch gut aus. So, voll. So, der ist mal leer, der nicht. So, die, und jetzt kommen die unteren. Auch bitte einmal umfüllen. Dann kann man sich hier schon mal die nächsten suchen. So, und ich jetzt hier, tack, tack, und, ja, den wollte ich, welcher ist denn das jetzt? Der? Nee, der? Ah, jetzt bin ich, ah, so, der und, der war's, genau, so. Noch einmal vollfüllen, bitte, haben wir schon den nächsten voll, haben wir jetzt schon 3 von 6, die Hälfte, ein Traum. So, das haben wir jetzt wieder den mit den letzten Müs, die da noch drinne sind, an ihn. So, das geht ja schnell. So, dann haben wir hier noch einen, der auch an ihn geht. Oh, puh, es ist ja. Jetzt hoffen wir nur noch einmal, dass dieses Teil auch das macht, was es soll. Und dass ich nicht einmal versehentlich falsch die Leertaste drücke. Weil dann fliegen uns ja die Einzelteile ab und das können wir uns überhaupt nicht erlauben. Haben wir jetzt leer alles? Okay, die erste Riege ist leer. Fangen wir mit der zweiten an, den und da rein, ne? Ja. So, den haben wir und dann nehmen wir wieder den und machen jetzt den fünften. Ja, ich weiß, ihr jubelt vor euren Bildschirm und denkt euch, ey, Monopropanol-Umfüllung. Würde ich genauso machen. Ich würde auch feiern, wenn ich so eine Folge mir angucken würde.
Aber ich kenne euch ja, ihr seid nicht doof, ihr könnt auch vorspulen. Das würde ich wahrscheinlich jetzt auch machen. Oder ich hätte davon schon vor 3-4 Tanks angefangen, weil ich mir denke, okay, der will eh nur umfüllen. Das gucke ich mir nicht an. So, da und da und auch rein. Aber wir haben es immerhin gleich. So, der und der. Dann hat man den jetzt als nächsten. Und dann brauchen wir nur noch einmal. Und dann geht's hier in die harte Testphase. Ob das auch alles so klappt, wie es soll. So, jetzt haben wir den auch leer. Ja, möchte ich aber wenigstens gerne alle gleichmäßig befüllt haben. Also alle auf voll. So, den noch nehmen. Dahin. In. So, hauptsächliche Grundfrage ist, der ist voll. Der ist nicht voll. Warum ist der nicht voll? Weil wir ACS anhaben und wahrscheinlich schon ACS verbraucht wird. Oder Monoprop? Nee, wird gar nicht. Nee, nicht der. Der und da. Und dann machen wir den mal voll. So. Wir könnten aber jetzt ACS erstmal ausstellen. Speichern. Und jetzt geht es los. Mit der Grundfrage, klappt das? Erst einmal, da passt doch Monopropanol rein. Ist natürlich jetzt zwingend notwendig, dass da auch Monopropanol reinkommt. Da ist auch kein Monopropanol mehr drin. Im Q-Hatch. Da ist Monopropanol drin, also von da nach da. Oh, das ist die falsche Taste, kein Wunder. Nicht Steuerung drücken, sondern Alt, dann klappt das auch. Und in. Einmal bitte Restumfüllung. Damit wir die müssen wir ja auch mitnehmen. Wir können jetzt ja nicht einfach die 10 Monoprop hier weglassen. Wir möchten das Ding hier voll haben. Wir müssen auch gleich noch wegen Sprit müssen wir auch noch gucken. Es ist eine Umfüllfolge. So. Ditte haben wir. So, jetzt von Ihnen hier nach ihn hier, das ist voll. Die alle noch voll? Habe ich die schon umgefüllt gehabt? Ist ja ein Traum. Ist ja grandios. So, speichern. Und jetzt heißt, so, Control von hier kann man noch jetzt machen. Genau, so, jetzt bin ich von dort in der Kontrolle. Jebediah müsste das jetzt eigentlich ganz alleine machen. Ich hoffe mal, dass Jebediah jetzt hier in seiner Kapsel ist. Kann ihn mal aussteigen lassen. Ja, er ist an der Kapsel, wo er auch rangehört. Kann er wieder einsteigen. Und jetzt an Dock. Und das ACS einmal anstellen. Dann kann man ein bisschen abdrehen. So, machen wir das Schild einfach mal zu. Ne, damit das ein bisschen cooler aussieht. Und jetzt, ja, heißt es eigentlich bremsen und landen. Ressourcen angucken, Strom voll, Monoprop fast voll, Fuel auch fast voll. Das ist ja göttlich. So, die drei Tanks sind richtig eingestellt, dann der Tank, dann erst die Absprengung, die wir hoffentlich nie nutzen werden, außer natürlich, wenn Jebediah mal wieder zu Hause landen möchte. Aber das muss dann auch reichen. So, jetzt ist aber jetzt gerade, jetzt ist hier jetzt komplett durcheinander. Jetzt steige ich hier gar nicht durch. So, wenn ich nach oben drücke, geht er jetzt nach unten. Wenn ich nach rechts drücke, geht er nach links. Nee, dann geht er auch hoch. So. Jetzt haben wir's. Jetzt sind wir richtig eingestellt. Jetzt ist die Frage, ich müsste jetzt bremsen. In der Hoffnung, dann nicht in unser Trägermodul zu rasen. Grundfrage dabei ist natürlich auch noch, wir müssen den Krater treffen. Das können wir aber gleich noch gucken. Jetzt heißt es erst einmal Feuer. Was war denn das jetzt für ein komisches Geräusch? Warte, put, 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 put. Scheiße. Ich hatte auf Vollgas und jetzt hat er... Okay, ja, wir aktivieren auch den hier und wir aktivieren auch den hier und, ja, den lassen wir da aus. ja.
Jetzt haben wir bei dem einen schon ein bisschen Sprit raus, im anderen ist noch was drin. Es ist, genau so, wie man sich das vorstellt. So, jetzt müssten wir da einmal rüber und jetzt wollten wir doch eigentlich bremsen. So, wir entfernen uns von unserem Träger und hoffen jetzt auf einen der Krater. Der hier wird auf alle Fälle in der Nähe landen. Also bei dem in der Nähe würden wir landen, sagen wir es mal. Oder bei ihm hier wäre natürlich auch cool. Ich glaube, das versuchen wir auch mal. Wir nehmen erstmal den, weil der ist auch auf der richtigen Achse. Wir sind ja doch ganz schön schief. Oh, das wird nachher ein Krampf. Egal. So, wir wollen jetzt erst einmal gucken, dass wir da hinkommen. Am besten ohne, dass uns hier... So, da hinten ist unser Träger. Das ist ein Traum. Ne, das ist Kirbin. Da ist Moon. So. So, wenn ich jetzt... Hier weiter. Wir müssen natürlich vollen Rad auf Liquid Fuel und so weiter immer schön aufpassen. Jetzt sind wir hier. Wenn ich jetzt hier bremse... Moment. Was schön am Landemodul ist, man kann das ohne dem Monoprop steuern, weil es leicht und klein ist. Das heißt, wir haben das gesamte Monopropanol nachher für den glorreichen nächsten Dockingversuch. Wenn wir hier wieder abheben, vorausgesetzt, wir haben da noch genug Sprit über. So, wir bremsen. Und der müsste jetzt gleich im Krater eigentlich kommen, ne? Tu mir bitte den Gefallen. Ansonsten kann man da nachher noch, wenn man so über die Oberfläche schwebt, vielleicht ein bisschen noch gegensteuern. Das wäre natürlich schön. Okay. Noch ein bisschen Gas. So. Theoretisch nähern wir uns einem Krater. Hallo? Ach da. den kann man auch ganz leicht übersehen, ne? Der ist ja relativ klein, so ein Mond. So, ja gut, sein Orbit ist jetzt nicht der schönste, aber da kann man sich auch später noch drum kümmern. Ich möchte jetzt nämlich hier erstmal landen. Gucken, ob unser Landemodul auch das tut, was es soll. Nämlich landen und danach vielleicht wieder abheben. Um dann wieder zu docken. Und das ist ja, wie gesagt, der Haupttest, der hier überhaupt erst vonstatten geht. Ich sollte vielleicht mal wieder hier hingehen und bremsen. Ist das der Krater, wo wir hinwollen? Der sieht aber komisch aus. Sieht ja nach Krater aus. Mehr nach Dreckflecken. Aber egal, vielleicht ist das einfach nur noch nicht richtig tech, doch, ja, an die Höhen und so weiter sind ja alle drin. Na egal. Wir werden es gleich sehen. Wir hauen unseren Sprit raus, weil wir davon viel zu viel haben. Düdelüdelü. Nachher haben wir das Problem, dass wir... Hier in den Tank zu wenig, aber wir haben ja noch einen Tank mit Antrieb dabei. Den kann man ja notfalls noch nehmen, wenn es darum geht, an das Hauptmodul anzudocken. Ne, dass die jetzt zum Bremsen sind und vielleicht noch ein bisschen zum Steigen oder beziehungsweise um sich die richtige Position hier auszusuchen. Und ja, den Rest kann man dann noch nicht nutzen, aber erstmal. Es sieht so aus, als würden wir da landen, wo wir hinwollen. Ich hoffe es zumindest. Das könnte man ja mal gucken. Was sagt denn der Crew-Report? Moon, try to find a good... Ja. Das ist mir klar. Ich hatte nur gehofft, dass du mir sagst, wir sind jetzt da und dort. Wenn...
Zum Beispiel, wir sind jetzt über dem und dem Krater oder über dem und dem, es gibt ja verschiedene Krater und dann gibt's ja Highlands und Lowlands und Grasslands. Okay, Grasland auf dem Mond zu finden wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber so, ne, man kann's ja versuchen. Ja, weiter bremsen. Das Teil sieht doch unglaublich cool aus hier oben mit dem riesigen Dock, mit dem Dockingteil da oben drauf. Ne, so, wie hoch sind 23 Kilometer haben wir noch? Das ist ja. Boah, Massen. Meilenweit weg. Wir landen in irgendeinem Krater auf einem dunklen Fleck. Also, ich hoffe mal, dass das jetzt nicht irgendwie Highlands oder was weiß ich nicht was werden. Sondern das, wo wir auch hinwollen. Irgendein anderer seltsamer Krater. So, wir wollen natürlich noch ein bisschen weiter bremsen. Ich möchte gerade runterkommen, bitte. Gibt hier bestimmt auch irgendwo Berge oder so, wo man dann hier sozusagen die, weiß ich nicht, da wäre noch ein Krater. Ob der natürlich als Biom zählt, weiß ich nicht. Aber das, nee, das ist ein Krater, wo ich hier reinplumpse. Das sieht so aus, da ist ein Rand. Da hinten, das sieht sehr, sehr nach großen Krater aus. Der halt dann auch ein Biom darstellen sollte, hoffentlich. So, könnte ja die Gears auch schon mal ausfahren, dafür haben wir sie ja. So, gleich ist die Hälfte vom Sprit weg. Aber das Bremsmanöver verbraucht ja eh mehr Sprit, wie nachher das Abheben, glaube ich, hoffe ich. Ansonsten haben wir immer noch ein Notaggregat. Was sind wir mit so einem Teil doch schon mal hier gelandet, ne? Da war doch, glaube ich, kein Träger mehr bei. Wir haben ein bisschen mehr Gewicht wegen dem Ding hier oben, aber das ist ja egal. Moment. Ach, ich hatte gerade schon gedacht, ich habe den Mystery Goo vergessen, aber da ist einer. Boah, ich habe schon Panik geschoben. Ich so, nein, wir sind ohne den Goo-Kanister gestartet. Das wär's jetzt auch gewesen. Wirklich grandios. So, machen wir schon mal Licht an. Auch wenn wir es, glaube ich, nicht brauchen. Wir brauchen wir nicht. Wir sehen ja nachher unseren Schatten. Können auf alle Fälle müssen wir erstmal ein bisschen gegenbremsen. Sonst gibt's gleich einen Crash. Aber wir, das kleine Triebwerk reicht nachher nicht aus, um uns hier wieder hochzubringen. Das wäre ja am schlimmsten. So ein Jahr, schön, dass du jetzt gelandet bist, aber mehr ist nicht. So, da unten kommen schon Krümel. Seltsame Bodenkrümel. Kieselsteine und ja, so. Ich bin gleich bestimmt zu schnell. So, welche Entfernung sind das wohl? Kann man bei 3000 oder so? Man sieht die Steine. Ja, aber gleich schon wieder 100 Meter Sekunde drauf. Das ist ja... Boah. Tempo. Jetzt landen wir da ja auch noch auf so einem Rand hier. Kann ja einfach mal noch einmal quicksaven. Zu einem bestimmt vollkommen ungünstigen Zeitpunkt, weil wir es gleich aufschlagen werden. Möglich ist bei mir alles, das wisst ihr. So. Bitte, 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 bitte lande halbwegs vernünftig. Und bitte lass es auch ein anderes Biom sein. So. Wo ist denn unser Schatten? Es ist doch noch so weit nach unten, dass wir den Schatten nicht mal sehen. Das ist natürlich seltsam. Ich dachte, ja gut, wir landen jetzt in so einem Kraterding, aber trotzdem. Na? Und mit 9 Meter Sekunde, eigentlich müssten die Stützen das hoffentlich halten. Na komm. 1600. Ah, da ist der Schatten.
Wir haben eine viel zu starke Querbewegung, glaube ich. Wir kippen gleich um. Wir kippen viel zu schnell. Na, was mache ich denn jetzt hier? Wieder abheben. Weil abheben ist cool. Nein, warum habe ich jetzt nicht die richtige Taste gedrückt? Bams! Au, bleib heile, bleib alles heile. Vielleicht können wir nochmal so einen Minus-Start dann versuchen. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Natürlich ist es wahr, ich sehe es ja, aber es ist doch. Oder? Kann man sich hier nicht abheben? Einmal so über... Nein, nicht die. Die ist falsch. Ein M ist ganz großer Müll. Asias, hilf mir! Tut's nicht. Bremsen, Gas geben. Landebeine einfahren und... Hui! Das war Mist! Och Leute, es ist doch heute nicht wahr. Was ist das für... Es ist nicht mein Tag hier. So, da ist der Schatten. Jetzt aber nochmal. Boah, ich krieg hier. Bla, krieg ich. Vor allem, wenn man schon geschafft hat zu landen, ne, mit einem ähnlichen Baumodell und dann so ein Mist passiert, dann kriegt man doch... Diesmal muss ich nur dran denken, dass ich auch diesmal X drücke zum Stillstand und nicht, dass ich dann wieder anfange abzuheben, mich dann um fünfmal um meine eigene Achse drehe und mich dann wundere, dass ich abstürze. Es ist auch wieder ein Hang. Ist ja kein Wunder, dass das nicht klappt. Warum landet Jebediah immer an einem Hang? Er könnte doch wenigstens mal versuchen, irgendwie gerade zu landen. Also auf einer schönen Ebene, ohne Kieselsteinchen. Ohne so viel Querbewegung, mit der man eh wahnsinnig wird. Jetzt sind wir zu schnell. Bams. Ja, Salto. Jetzt heben wir einfach nochmal ab. Halt, die Steuerung hat sich total verändert. Da kriegt man ja Krise. Die Steuerung hat sich sowas von verdreht, dass ich gerade nicht weiß, wo ich hinlenke. Ah! Wir müssen jetzt auf alle Fälle die glorreiche Querbewegung wieder loswerden. So. Na, jetzt aber. Bitte nicht. Danke. Lieber Länder, ich hab dich auch lieb. Was bist du für eine Schrottkonstruktion? So, Leiter raus. Haben wir einen Coolport? Können wir das? Ah ja, wir sind irgendwo, wo wir... Das ist natürlich Daten keepen. Das ist doch jetzt ein Traum. So, dann können wir hier... Macht das auch mal auf. Guck mal, haben wir auch noch was Neues. Und wo ist der Gu? Der ist hier. Können wir auch gleich noch mal... Wie lässt denn's? Bla, ist mir auch egal. Keep Data. Und jetzt... Steig aus, Jeb.
freu dich, dass du irgendwie hier angekommen bist, auf eine unglaublich glorreiche Art und Weise, wie immer. Ja, danke. So, jetzt läufst du ja jetzt nur rum. Yay! Brauchen wir natürlich erstmal die Flagge setzen. Dann ist der Krater markiert. Dann wissen wir, hier waren wir schon mal. Das ist, na, so. Die Mehrweglandung 1. Grandios angekommen. So, okay. Take Surface Sample. 120 Punkte hier auch nochmal. Das sind also so ungefähr 250 bis 300 Punkte je Landung. Was jetzt natürlich beim Ressource, bei dem Sprit müssen wir jetzt mal gucken, ob das jetzt noch irgendwas jetzt bringt. Wenn der mittlere Tank jetzt bleibt und wir nur die drei äußeren befüllen müssen, vielleicht schaffen wir noch zwei Anläufe, wenn wir ganz viel Glück haben und beim nächsten Mal ein bisschen intelligenter landen. Den Orbit von dem Träger kleiner machen und so weiter, dann könnte das alles funktionieren, dass wir vielleicht noch zwei Landungen hinbekommen. Das werden wir aber dann sehen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.